Letzte Rednerin, Daniela Holzinger-Vogtenhuber von der Liste Pilz. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen. Es ist die ureigenste Aufgabe des Parlaments, Regierungs- und Verwaltungshandeln zu kontrollieren, Missstände offenzulegen und für Transparenz zu sorgen, den Weg freizumachen für Reformen und, in Zukunft zu verhindern, dass es zu derartigen Missständen und Verfehlungen und Fehlentscheidungen wiederkommen kann. Ja, genau das war es auch, was das Ziel des letzten Untersuchungsausschusses war und das wir gemeinsam im Untersuchungsausschuss auch verfolgt haben. In den letzten Monaten vor der Nationalratswahl, da ja mit 13. Juli dieser Untersuchungsausschuss gestoppt wurde aufgrund der anstehenden Nationalratswahl. Ja, als Mitglied des letzten Untersuchungsausschusses kann ich nur bestätigen und möchte auch die damalige Einschätzung des Untersuchungsausschussvorsitzenden Karl-Heinz Kopf bestätigen und bestärken, dass die Zusammenarbeit im Ausschuss selbst über Parteigrenzen hinweg sachlich, zielgerichtet und effizient gewesen ist. Ja, die Untersuchungsarbeit wurde unterbrochen durch die Nationalratswahl, aber es sind viele Themenbereiche, die offen sind und die einer strikt und dringend einer Klärung bedürfen. Wir haben es bereits gehört, es sind etliche Unterlagen, die damals im Untersuchungsausschuss I geschwärzt vorgelegt worden sind, vom damaligen Verteidigungsminister nun endlich möglich einzusehen. Und diese Unterlagen werden auch vorgelegt, es wurde auch von Seite des Verteidigungsministeriums wiederholt betont. Wir haben den Vergleichsabschluss unter Bundesminister Darabosch und natürlich den zweiten großen Themenbereich, die unzulässigen Zahlungsflüsse rund um den Eurofighter-Deal, analysieren und behandeln können. Leider nicht bis zum Ende. Personen, die geladen worden sind, konnten schlussendlich doch nicht einer Befragung unterzogen werden aufgrund des frühen Endes des Untersuchungsausschusses. Auch Verfahrensrichter und der frühere Vizepräsident des Obersten Gerichtshofes, Ronald Rohrer, hat immer bemerkt und auch in seinem Abschlussbericht kundgetan, dass einige Punkte leider offen bleiben mussten. Was bedeutet das nun? Es bedeutet, dass weder alle Auskunftspersonen angehört, noch alle relevanten Unterlagen eingesehen werden konnten. Wir sind mitten in der Arbeit einfach gestoppt worden. Und es bedeutet auch, dass zwei wichtige und große Themenbereiche, nämlich die Informationslage bei Vertragsabschluss, das heißt des Grundvertrages unter Schwarz-Blau, überhaupt nicht einer Analyse, einer Befragung, einer dezidierten Kontrolle unterzogen werden konnten. Und die Erfüllung von Vorlage und Informationspflichten ebenfalls nicht. Ja, weshalb wir uns hier ebenfalls für einen weiteren Untersuchungsausschuss, für eine Weiterführung, um diese Themenbereiche behandeln zu können, dezidiert aussprechen. Ja, die Befragung hat gezeigt, dass Missstände in der Abwicklung der Gegengeschäfte, aber auch durch den Einfluss von Lobbyisten gekommen sind und passiert sind. Ich spreche jetzt nicht davon, dass es ein dezidiertes Lobbyistenverbot braucht. Ich spreche auch nicht davon, dass es einen Riegel für Korruptionsmöglichkeiten gibt oder verbesserte Ausstiegsmöglichkeiten und Auflösungsklauseln für Verträge, wenn es zu Korruption kommt. Aber ich spreche davon, dass es eine Vielzahl von offenen Fragen gibt, die einer weiteren Klärung bedürfen. Und hier muss es unser Ansinnen als Parlament, als gewählte Parlamentarierinnen sein, für weitere Transparenz und Aufklärung sorgen zu können. Allesamt Argumente, der Antrag, der vorliegt, ist genau der Antrag, das Verlangen, inhaltlich das Verlangen, das damals vom heutigen Vizekanzler Strache gemeinsam mit Peter Pilz eingebracht worden ist. Und genau im Wortlaut derselbe Antrag, dasselbe Verlangen, das eigentlich weiter behandelt werden sollte. Und deshalb frage ich mich, wenn ich heute die Argumente von Kollegin Steinacker höre, wie dies mit der ÖVP-Linie unter Sebastian Kurz zu vereinbaren ist. Sebastian Kurz hat am 21. Oktober nach einem 1,5-stündigen Gespräch mit Peter Pilz diesem in die Hand versprochen und anschließend vor Journalisten per Interview bekannt gegeben, dass es über ein Übereinkommen sei, den Untersuchungsausschuss unbedingt nach dieser Nationalratswahl fortzusetzen. Deshalb passt das für mich überhaupt nicht zusammen und hört sich ein bisschen wie eine Ausrede an, hier abwarten zu wollen, damit geklärte oder noch ungeklärte anhängige Verfahren, bis dass diese beendet sind. Wann sollen diese beendet sein? In einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, vielleicht in der nächsten Legislaturperiode? Das ist für mich ein vorgeschobenes Argument und ich hoffe hier auf Kanzler Kurz, dass er hier sein Wort hält und dementsprechend auch einem dementsprechenden Antrag zustimmt. Ja, liebe ÖVP, stehen Sie zu Ihrem Wort. Machen Sie nicht die Mauer für weitere Aufklärung, sondern helfen Sie mit und sorgen Sie für weitere Transparenz in diesem Bereich. Vielen Dank.